dass du die Challenge gewinnst. Ich möchte, dass du dir auch wenn nur 50 Euro oder eben 500 Euro von mir sicherst. Warum möchte ich das? Weil die Regeln der Challenge so gebaut sind, dass sie aus dir einen viel, viel besseren Trader machen. Das heißt, die ganzen Regeln, die du dir im Video angeguckt hast, die sind dafür da, um dich besser zu machen. Ja? Und wir werden jetzt direkt anfangen mit den absoluten Basics. Was ist erstmal sehr, sehr wichtig, damit du erfolgreich an der Börse bist? Ja? Wir haben jetzt hier Leute, die sind schon länger dabei. Wir haben aber auch Leute, die sind jetzt ganz frisch. Und es ist wichtig, dass wir alle zusammen als Gruppe herauswachsen. Okay? Es ist wichtig, es gibt hier fortgeschrittene Leute, es gibt hier bekannte Gesichter, die ich kenne, also bekannte Namen. Und es gibt wiederum Leute, die ich zum ersten Mal sehe, die Namen, ja, die mir gar nichts sagen. Wichtig ist, dass am Ende der Challenge jeder besser ist, als er gestartet ist. Wichtig, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Cancelst du dein Cashflow? Cashflow ist extrem wichtig. Es ist extrem wichtig, dass du Geld bekommst, um zu leben. Okay? Dein Cashflow muss noch da sein. Ist es ein Job? Ist es ein Business? Ist es ein Wochenendjob? Ist es ein 450-Euro-Job? Was auch immer. Okay? Du brauchst Cashflow, um an der Börse erfolgreich zu werden. Wie habe ich es damals gemacht, wo es mir nicht so gut ging? Wie gesagt, ich habe an der Baustelle gearbeitet. Ich habe wieder mit Autohandel angefangen, obwohl ich mir geschworen hatte, damals, wo ich ein Burnout durch die ganzen Autos hatte, hatte ich mir geschworen, nie wieder ein Auto anzufassen. Es gibt einfach Momente im Leben, du musst Sachen überdenken. Und das Wichtigste ist, dass wir dafür sorgen, dass dein Cashflow bleibt. Okay? Dein Cashflow muss bleiben. Es muss gegeben sein. Das Trading baust du parallel auf. Okay? Das Investment, alles. Du hast die Rechnungen in den Webinaren gesehen. Du hast auch die Rechnungen wahrscheinlich jetzt hier im Bonus gesehen, wo du dir ein langfristiges Portfolio für dich beziehungsweise für deine Kinder aufbauen kannst. Diese Rechnungen stimmen. Das ist die Power von Zinseszinseffekt. Das ist alles möglich, vorausgesetzt, du hast immer noch einen Cashflow und nimmst nicht das Geld aus deinem langfristigen Portfolio raus. Weil was passiert, wenn du Geld rausnimmst? Dann wächst es sehr viel langsamer. Das heißt, unser Interesse ist, dass wir das K, das M und das L machen und erstmal nicht das Geld sofort herausziehen, um davon zu leben. Okay? Unser Ziel ist es, dass wir von unserem Cashflow leben, egal wie du es jetzt bekommst, bis wir hier genug aufgebaut haben, damit wir es nicht mehr parallel machen, sondern damit das KML unser Hauptgeschäft wird. Okay? Meine Erfahrungen sind, dass man mit Echtgeld sehr viel mehr lernt, sehr viel besser lernt als mit Demo. Es ist auch so, natürlich kriegst du auch die Software von mir geschenkt, selbst wenn du nur Demo handelst. Verstehst du? Ich will nicht, dass du irgendwie einen Live-Account aufmachst für mich, sondern ich will, dass du es für dich aufmachst, weil selbst wenn es nur 1000 Euro sind, weil da sammelst du die echten Erfahrungen, die echten Emotionen. Und diese Emotionen, die helfen dir danach auch im mittelfristigen und auch im langfristigen Bereich, weil da hast du auch Emotionen, okay? Und das ist wichtig. Selbst wenn du, ich habe gesagt, das Risiko soll sein 0,5 bis 1%. Das soll nicht weniger als 0,5 sein, weil dann ist es zu lasch und auch nicht mehr wie 1% sein, weil dann überhebelst du vielleicht. Ja, du willst wieder Verluste reinholen. Und ich habe gesagt, jeden Tag ein Trade. Jeden Tag mindestens ein Trade. Oder aber auch einfach nur 20 Trades für den Monat. Du kannst natürlich aber auch sagen wir mal 1 bis 5 Trades, weil ich will auf gar keinen Fall, dass du overtradest, okay? Wie du siehst, die Bedingungen hier sind für dich gebaut, weil ich habe direkt meine besten Regeln hier eingebaut, die ich damals nicht eingehalten habe und die aus mir kein Privatier, sondern ein Pleitier gemacht haben, okay? Und diese Regel, dieses Overtrading, was ich damals gemacht habe, das begrenzen wir hier mit den 5 Trades. Dass du überhaupt Erfahrungen machst, das begrenzen wir hier mit dem Mindtrade. Und es gibt ganz, ganz viele Leute da draußen, die sind entweder hier oder hier. Das heißt, die haben entweder Problem mit dem einen Trade, weil sie Angst haben, überhaupt einen Trade zu machen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante, die overtradet und die hat Problem, bei 5 Trades aufzuhören.
Ich kann dir nicht sagen, was besser ist, aber beides ist nicht gut. Ja, deswegen habe ich gesagt, 1 bis 5 Trades. Okay, weil wenn du Angst hast, einen Trade einzugehen, das heißt, du hast das ganze Wissen gelernt, du hast alles da, du hast die besten Voraussetzungen, du machst deine Analysen, es passt alles. Und dann am Ende traust du dich nicht, diesen Trade einzugehen. Das ist ein Problem, du wirst nicht vorankommen. Okay? Andererseits, du hast alles und du siehst zu viele Möglichkeiten am Markt und machst einfach 5, nicht 5, sondern 6, 7, 10 Trades, 15 Trades an einem Tag. Das ist wiederum so viel, dass du nicht die Zeit hast, das zu verarbeiten und daraus zu lernen. Wir sind in diesen 6 Wochen, sind wir voll auf Lernkurve. Unsere Lernkurve soll so aussehen, okay? Das ist das Ziel. Danach kannst du machen, was du möchtest. Aber du wirst sehen, dass diese Regeln, die ich mir für die Challenge überlegt habe, diese Regeln werden dich unterstützen. Diese Regeln sind dafür da, damit du am Ende besser bist wie jetzt am Anfang. Ja? Es ist ganz oft so, die eine Aktie läuft, die andere Aktie läuft nicht. Das schaukelt sich aber immer so ein bisschen hin und her und du bist immer so ein bisschen im Plus. Du hast selten im mittelfristigen Bereich so diese Ausreißer, wo du einmal so richtig auf die Fresse bekommst. Und du musst aber wissen, wie du dieses auf die Fresse bekommen einsteckst, weil wenn du das nicht kannst, dann macht dich das fertig, dann gehst du K.O., okay? Dann macht es hier Klick, ein negatives Klick und dann bist du ein ganz schlechter Trader und fragst dich, hey, ich war doch davor so gut, was ist jetzt passiert? Das ist passiert, dass du für diese Emotionen gar nicht bereit warst, weil du den kurzfristigen Bereich ausgelassen hast. Der kurzfristige Bereich macht dich nur stärker für den mittelfristigen und langfristigen. Das kann ich so oft erzählen und so oft unterschreiben, weil das meiner Meinung nach der Schlüssel war, warum ich jetzt so erfolgreich im mittelfristigen und langfristigen Bereich bin. Also kurzfristig schreiben wir viertens, kurzfristig macht dich stark. Macht dich stark und ausdauern. Es bereitet dich einfach vor, okay? Und das ist wichtig, dass du bereit bist für die Rückschläge, für die guten Trades, für die Trades, die vielleicht erstmal gegen dich laufen und dann sofort für dich drehen. Es gibt ja alles Mögliche. Diese Szenarien kannst du sehr schnell im kurzfristigen Bereich erleben, im mittelfristigen und langfristigen leider nicht so schnell. Und das ist dann die Frage, bist du überhaupt bereit für die? Ja, also immer mit kurzfristig anfangen, immer. Es sei denn, du bist jetzt schon mit kurzfristig so lange dabei. Selbst wenn du jetzt beim kurzfristigen Handel irgendwo bei plus minus null bist, macht es jetzt Sinn, mittelfristig dazu zu machen. Und wenn du merkst, ey, im mittelfristigen bin ich sehr viel besser, dann kannst du komplett auf mittelfristig umschwenken. Aber weil du jetzt schon ein paar Monate oder sogar 1 Jahr oder 2 Jahre Erfahrungen im kurzfristigen Bereich gesammelt hast. Das ist eine ganz andere Ausgangssituation, als hättest du nur 5 Trades im kurzfristigen Bereich gemacht und dann läuft es im mittelfristigen und du sagst, ah, ich mache alles im mittelfristigen. Denk dran, wir denken long term. Wir wollen auf lange Sicht ein Vermögen aufbauen, okay? Und da soll man sich auch nicht zu schade sein, mal ein paar Monate oder sogar 1 Jahr oder 2 im kurzfristigen Bereich zu verbringen und nebenbei auch mittelfristig und langfristig zu machen, okay? Nicht drauf malen. Trader denken immer in Prozente und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, Wahrscheinlichkeiten. Und Punkt Nummer 8 ist, zusammen sind wir stark. Ja, also ich bin hier, um euch zu unterstützen, um euch alles zu geben, was ihr braucht, um eure Ziele zu erreichen und vor allem in dieser Challenge besser und besser und besser zu werden.